Und jetzt Younes Saru ab, mittlerweile über 6 Millionen Follower auf TikTok und zeitgleich Student der Wirtschaftsinformatik. Ich quatsche in meinem Podcast mit ihm darüber, wie ist er Content Creator geworden, wie handelt er Studium noch zeitgleich, TikTok ist ja in aller Munde gerade, warum müssen wir unsere Kids damit mit guten, tollen, kreativen Inhalten abholen. Ich freue mich auf den Talk, auf geht's jetzt. Ich gehe natürlich wieder mit Mathe-Content rein. Die erste Rückmeldung war: Daniel, hau ab hier, wir wollen Spaß haben, aber mittlerweile super, danke für deine kleinen Mathe-Häppchen. Und ich versuche es ein bisschen mit Mathe-Fun zu verbinden, Kollaborationen mit TikTokern und zu schauen, was geht zum Thema Bildung auf TikTok. Fakt ist, 2 Milliarden Downloads, TikTok ist nicht mehr wegzudenken, deshalb nochmal, wir sollten zusehen, eigentlich alle, ob jetzt Unternehmen oder Personen, was kann man dort für einen Content reinhauen, um hoffentlicherweise irgendetwas Cooles, Gutes mitzugeben. Und ich bin mal gespannt, ich bin jetzt bei über 100.000 Followern in relativ kurzer Zeit. Hohe Dynamik bei TikTok, super Option und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Kölner Dom. Wie rechnen wir jetzt am besten die Höhe vom Kölner Dom aus? Marsch. Nee. Achso, da weiß ich jetzt drauf. Deine Junge ist das erste Mal sprachlos. Seit 2011 auf YouTube. 2011, fast 10 Jahren. Und der Younes? Ich glaube, dreiviertel Jahr nur. Und zack, über 6 Millionen. TikTok, hohe Dynamik. So, kennst du dich denn jetzt noch so? Und noch ein Dab. Au! Hey, Dali, ich soll dir von meinen Freunden sagen, von meinen ganzen Freunden, Props an Daniel. Meine ganzen Freunde haben ihr Abitur nur wegen Daniel bestanden. Auf Ehrenbasis, soll ich dir sagen. Geil. Ich sag mal so, also Zeitmanagement wird bei mir groß geschrieben, gerade auch wegen dem dualen Studium. Bevor ich jetzt mit TikTok angefangen habe, muss ich sagen, also ich habe da auf jeden Fall viel Erfahrung mitgenommen, auch in Sachen Zeitmanagement, wie man sich organisiert und alles, weil ich meine, allein ein duales Studium ist ja sowieso schon stressig, ja? Und dazu kommen jetzt halt noch Content Creation, wo ich mehrere Stunden am Tag dann meine Videos produziere. Ich meine, man sieht hier auch wieder bei dem Lebensweg, es ist halt immer noch möglich und gerade auch, wie du sagst, wenn du dich hinsetzt, jetzt studierst du duales Studium. Ich glaube, die üblichen Fragen sind immer, was sind deine Ziele? Ich glaube, das ist relativ schwierig jetzt zu sagen, wenn du diesen, ich sag mal, wenn du parallel jetzt fährst, da ist halt, bist du Content Creator, du hast eine große Followerschaft, das heißt zeitgleich Verantwortung. Dann Thema Verantwortung, da ist ein Studium. Wirst du es beenden? Was würdest du gerade in der aktuellen Situation sagen? Also bezüglich dem ersten Punkt gebe ich auf jeden Fall recht, Reichweite verpflichtet, deswegen auch die Hashtags der Tom Challenge, die ich da aufgezogen habe. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, einer meiner Ziele ist auf jeden Fall, meinen Bachelor fertig zu kriegen. Ich bin jetzt im vierten Semester, habe es jetzt eigentlich jede Prüfung bestanden, außer Mathe 2. Da müssen wir dran arbeiten. Aber Mathe 1 habe ich mit 2-0 bestanden. In meinem Alter, habe ich gesagt, gut, ich habe Autogramm dann drauf, ja? Natürlich bekommt das ist nicht nur ein Autogramm, sondern... Oh mein Gott! Lieber Younes. Und ganz modern, keep up the good work. Eine Online-Version. Hier sieht man das. Online-Version. So soll es eigentlich sein, ne? Ja, hier Zeitalter der Digitalisierung, was soll ich sagen? So, Younes schickt rüber. Ich schicke die rüber per Airdrop und du musst einen Airdrop machen. Jetzt kommt dein Part mit I like the view, ja? Du musst jetzt so verliebt gucken, ja? Also ich muss nur verliebt gucken, was? Ja. Nix? Ja. Warte, wie ist denn verliebt? Dann war ich das letzte Mal verliebt. So. Jetzt. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Okay, guck mal. Oh, war nicht schlecht, doch. Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Ja, das ist super. Ja. Das kann ich nicht mehr sehen. Auf jeden Fall nice auf Ehrenbasis, richtiger Ehrenmann, Daniel Jung. Ihr kennt ihn, ihr wisst Bescheid. Er hat mich hier durchs Abitur geprügelt. Auch meine Realschulabschlussprüfung habe ich wegen ihm geschafft. Und er begleitet mich immer noch jetzt während meiner Studienzeit.
Und ich glaube, wegen ihm habe ich auf jeden Fall Mathe 1 eine 2-0 geschrieben im Studium. Ich bin mega stolz immer noch. Diese Prüfung hängt bei mir im Zimmer, im goldenen Rahmen. Mathe 1, 2-0. Meine Mathelehrerin damals in der 5. Klasse hat gesagt, ich werde ein hoffnungsloser Fall. Ich werde niemals eine 2 oder 1 schreiben in Mathe. Und jetzt habe ich in der Uni sogar eine 2 geschrieben. Das geht dann sie raus. Grüßen raus, Props. Ey, wo ist das Buch her? Also auf jeden Fall, guck mal, wisst ihr, was ich bekommen habe? Was krasses, crazy, ey, das ist so krass, crazy einfach, was ich bekommen habe. Let's Walk Education, mein Englisch ist nicht so gut, aber ich kann das auf jeden Fall aussprechen. Geschrieben von Daniel Jung und gibt euch das mal, Alter, auf Ehrenbasis. Guck mal hier, Alter, lieber Younes, keep it up, good work, auf Ehrenbasis, Alter. Sogar noch mit einer Unterschrift, Alter, mit einer Unterschrift von dem Ehrenmann Daniel Jung. Ihr seht ihn hier drauf auf der Verpackung, auf Ehrenbasis, richtiger Ehrenmann, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, guckt euch die Mathe-Videos an, guckt euch die Vlogs an, Alter, ihr wisst Bescheid, auf Ehrenbasis wird auf jeden Fall was Krasses kommen, Alter. Wir werden auf jeden Fall abrocken, 2020 wird abgerockt, Alter, 2021 wird noch mehr abgerockt, Alter. Oder exponentiell wie eine E-Funktion steigen wir hier jetzt gerade hoch, Alter. Ihr wisst Bescheid, Alter, alles von Daniel Jung gelernt. Aber diese E-Funktion geht wirklich exponentiell hoch.